Was geht, mein Name ist Jester und ich bin wieder Granny in Roblox nochmal, nach einer langen Zeit. Denn momentan ist ja Granny 3 draußen, wie ihr wisst, und wir haben schon durchgespielt und alles Mögliche gemacht. Und jetzt haben wir das Spiel quasi in Roblox hier und es sieht wirklich verdammt gut aus. Und ich wollte normalerweise nicht starten, weil wie gesagt, ich wusste, okay, ich habe schon mal gespielt. Aber ich kann mir vorstellen, da ich es so lange nicht mehr gespielt habe, haben sie das Spiel bestimmt geupdatet. Und jetzt haben wir quasi den dritten Teil von Granny auch hier drin, was ziemlich geil ist. Also ja, schau nochmal, du kannst abonnieren, dann kommen täglich Videos für alles kostenlos. Und lass mir oben dafür mehr Roblox-Videos. Und lass uns das Spiel beitreten, denn wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was wir hier tun sollen, aber wir sind jetzt hier, oh mein Gott, da ist Granny. Okay, das war ziemlich... Oh, ich bin tot, oder? Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht, was hier abgeht, aber sie folgt mich gerade enorm. Ich kann mich auch selbst nicht sehen, leider, was sehr schade ist, aber wir spielen das quasi aus derselben Perspektive wie Granny im anderen Spiel und ich habe keine Ahnung, wieso das Spiel so leise ist. Vielleicht sollte ich es lauter machen, da bin ich mir nicht... Ja, ich mach's mal lauter. Wir haben noch 13 Minuten auf jeden Fall, was sehr schön ist. Und warte mal, können wir hier lang gehen? Mit E können wir es öffnen. Oh mein Gott, das ist Granny. Okay, lauf um dein Leben. Nein, oh mein Gott. Kacke. Ich bin tot. Ja, ich bin tot, okay. Ja, das war irgendwie eindeutig, dass ich da sterbe. Das war ein bisschen blöd, Spiel ist aus. Also, wie gesagt, ich hatte noch keine Ahnung. Ich war noch ein bisschen verwirrt. Machen wir das selber einfach normal und oh nein, wir müssen warten. Okay, wisst ihr was? Ich werde mal kurz die Lobby wechseln und dann das nochmal probieren, weil ehrlich gesagt, ich denke, ich kann es schaffen. Aber ist es überhaupt das neue Haus von Granny? Ich meine, ich denke nicht. Ich glaube, das neue Haus durften sie gar nicht von Granny verwenden. Ich glaube, sie haben einfach eine ganz andere Map gemacht, eine eigene Map. Was eigentlich ebenfalls ziemlich cool ist, auch wenn ich sagen muss, das neue Haus wäre auch schon ziemlich geil. Obwohl, ist es vielleicht das neue Haus? Ich meine, es sieht nicht wirklich danach aus. Hier ist eine Küche. Ich meine, im Startbildschirm sah es auf jeden Fall so aus. Aber gut, lass uns eine neue Lobby suchen und lass uns es nochmal probieren. Okay, wir sind nochmal im Spiel. Wir haben wieder 13 Minuten Zeit, was sehr schön ist und was ist das? Achso, das ist Schutz, glaube ich, weil ich dort gespawnt bin. Ist schon ziemlich nice auf jeden Fall. Und ich weiß nicht wirklich, was wir hier tun sollen. Aber wir können uns auf jeden Fall ducken. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Sehr gut zu wissen auf jeden Fall, dass wir das können. Wir können... What? Sie benötigt einen Schlüssel. Okay, also hier ist ein Tresor. Dazu benötigt man einen Schlüssel. Das ist sehr gut zu wissen. Sie hat auch Sachen. Und hier brauchen wir, um hier aus dieser Tür rauszukommen, brauchen wir ebenfalls Sachen für. Und hier kann ich leider nicht lang gehen. Also ich bin mir noch nicht wirklich sicher, wo ich überall lang gehen kann und wo nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Globus, mit dem wir, glaube ich, nichts machen können. Warte mal, kann ich auch die Schränke und sowas öffnen? Weil ich glaube nicht, oder? Sieht nicht danach aus, als könnte ich das. Und ich habe wortwörtlich keine Ahnung, wo Granny gerade ist, aber ich bin halt sehr dankbar, dass sie nicht da ist. Und wieso geht die Tür die ganze Zeit auf und... Okay, das ist gruselig. Du bist doch gruseliger als Granny, ehrlich gesagt. Und warte mal, da oben. Geht's da lang? Das würde mich gerade interessieren. Ja, okay. Hier geht's lang und wir sind ungefähr 3 Spieler. Oder 4 Spieler. Ich glaube, eine Person ist da von Granny. Eine Person ist quasi... Ja, wir sind quasi die Spieler, die entkommen müssen. Und ich hoffe, die hört auf mit der Tür, weil das war echt gruselig, wenn sie die ganze Zeit aufmacht und zumacht. Und keine Ahnung, Granny macht sowas nicht, von dem, was ich weiß. Also, ja, wir können hier nochmal reingehen, gucken, ob hier irgendwas ist. Hier kann man irgendwas reintun. Du brauchst was? Du brauchst eine Sicherung, okay. Das sollte ebenfalls machbar sein. Wir brauchen aber mehr Gegenstände auf jeden Fall, die wir aufheben können. Also es ist quasi sowas wie Piggy, was ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Also schon wirklich lange her, dass ich Piggy gespielt habe. Aber ja, das ist quasi eigentlich sowas wie Piggy, nur quasi mit Granny. Was ist noch gruselig gemacht, weil seien wir mal ehrlich, Granny ist ja halt deutlich gruseliger als Piggy. Und ich hoffe, sie hat... Oh, nice, wir haben hier auch was gefunden. Vorhänge Schloss, okay. Ich weiß ja nicht, wofür das ist, aber hier ist Zahnrad, okay. Ah, da kam dann ein Gegenstand raus, glaube ich, ne? Ah, das kann man dann auf und zu machen. Okay, das ist sehr cool. Also das haben wir schon mal bekommen und ich glaube, der Schlüssel war vielleicht dafür da. Ich bin mir nicht genau sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, das Ding ist, ich würde natürlich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, von vorne beginnen. Hier kommen wir nicht rein. Hier brauchen wir einen Schraubendreher. Okay, also wir sehen langsam die Sachen, die wir alle brauchen. Hier ist auch so eine Art Gitter. Da kann man bestimmt auch irgendwas machen, kann ich mir vorstellen. Und ja, ich sehe gerade die ganzen anderen Leute gar nicht. Hier ist auch eine Falle und hier könnten auch Sachen sein. Und wisst ihr was, ich klettere einfach mal kurz rein und jetzt drücke ich E und jetzt können wir einfach warten. Hoffentlich kommt Granny nicht her. Nein, okay. Nice. Oh mein Gott, hier ist noch eine Falle. Also, warte mal, die Falle lebt immer. Oh mein Gott, da ist sie. Ach du Kacke. Okay, das ist gerade gruselig. Alter, sie hat irgendeine Sensor oder so, ne? Nein, ich komme nicht. Hallo? Oh mein Gott. Das war gerade sehr, sehr knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich schwöre. Ich weiß nicht wieso. Was zum Hallo? Nein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, das war so lächerlich. Okay, auf Neues. Diesmal wird es bestimmt klappen und wir sind. Warte mal, sind wir jetzt in einer anderen. Warte mal. Das ist quasi. Oh mein Gott, was tut ihr hier? Warte mal, ist das? Das kenne ich. Das ist von Granny 2, glaube ich. Das ist von Granny 2. Ja, da ist eine Schrotflinte, okay. Da unten ist der Keller. Oh mein Gott. Also ich bin halt echt happy, dass ich es nochmal gespielt habe. Keine Ahnung, was da passiert ist. Irgend so eine Art Bug oder sowas. Oder keine Ahnung. Hier ist das Boot, mit dem können wir tatsächlich auch entkommen, wenn wir die nötigen Sachen dafür haben. Und das ist neu. Oder beziehungsweise vielleicht haben sie Granny 2 geupdatet und ich habe es länger nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung. Aber zieh das mal rein. Hier kann man einfach so hochgehen und hier ist anscheinend irgendein neuer Weg oder so. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Sieht aber schon sehr geil aus und hier brauchen wir was für. Du brauchst den Waffenschlüssel, okay. Ja, das weiß ich bereits. Und das ist wenigstens eine Map, die kenne ich tatsächlich. Weil ich meine, die gibt es auch bei Granny, auch wenn ich mir vorstellen kann. Die wurde ein bisschen verändert. Und ich muss sagen, da gehe ich nicht so gerne rein, weil ich keine Ahnung habe, wo Granny gerade ist, ehrlich gesagt. Aber warte mal. Hier muss ja irgendwie. Oh genau, das kenne ich. Hier muss irgendwie ein Wesen sein. Oder irgendeine Spinne oder sowas. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und alter Schwede, warte mal. Kann ich hier nach oben gehen? Was ist hier oben überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Also wir kommen hier nicht wirklich raus, aber Granny kann einen hier auch nicht. Oh mein Gott. Oh, ich habe mich voll erschreckt. Warte mal, der Typ ist da drin. Okay, keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber der läuft anscheinend gerne durch Wände. Oh mein. Ach du Kacke, was ist das für ein Granny? Alter Schwede. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Granny solche Skins hat, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen verwirrt, aber wir haben halt sehr lange Zeit, um hier zu entkommen, was sehr schön ist. Was aber auch bedeutet, länger für Granny Zeit, um uns zu töten, logischerweise. Lass mal hier reingucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Okay, das Ding ist, ich kann da nicht wirklich lang, weil das Ding ist, bei dem Spiel kann man nicht wirklich springen und wenn da eine Falle
Rolle ist, dann kann es sehr wahrscheinlich passieren, dass man sogar erwischt wird. Hier über das Wasser kann man nicht wirklich. Dazu braucht man irgendwas anderes. Ich bin mir gerade nicht sicher, was man dafür braucht. Aber ich glaube, ja, man kann da nicht lang, glaube ich. Oder ich will es auch nicht probieren, ehrlich gesagt. Ist mir ein bisschen zu risikoreich. Kann ich hier irgendwas... Nee, da will ich nicht lang gehen. Weil als ich das mal eigentlich ein Spiel probiert habe, bin ich halt einfach sofort gestorben. Und sie hat echt die Fallen an jeder Stelle gelegt, wo sie nerven. Aber wir können einfach diesen Weg hier nehmen, denn es gibt mehrere Wege nach oben auf jeden Fall, was sehr schön ist. Und hier ist das Schlafzimmer, das kenne ich auch bereits. Hier kann man... Hallo? Oh mein Gott, das geht. Nice. Okay, sehr schön. Das geht auch beim eigentlichen Granny. Und ja, nice. Okay, also wir können die Fallen umgehen, das geht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann nicht wirklich sehen, ob ich die Fallen umgehe. Es ist halt sehr, sehr risikoreich. Und da ist wieder Granny. Das heißt, wir nehmen wieder den anderen Weg nach oben. Was auf jeden Fall sehr empfehlenswert wäre, denke ich. Und sie ist jetzt beschäftigt, damit zu sein. Hoffe ich einfach mal und hoffe, dass sie nicht nach oben kommt. Und dieses Spiel habe ich sogar mit Granny und Grandpa geschafft. Also mit beiden geschafft. Also normalerweise... Oh! Normalerweise dürfte das gar kein Problem für mich sein. Ich habe mich so erschreckt, weil... Naja, es könnte halt Granny sein. Aber Granny ist halt ein bisschen langsamer hier auf jeden Fall, was sehr schön ist. Und ich schaue mich gerade um. Sie benötigen den Wasserschlüssel. Sicherheitsschlüssel, okay. Ja, ich kann mich erinnern. Wisst ihr was? Ich werde sie einfach mal ein bisschen ablenken, weil hier sollte ich eigentlich relativ sicher sein. Es sei denn, dieser Bug sollte nochmal kommen und sie tanzt gerade rum und sie will mich unbedingt bekommen. Aber ja, ich mache das jetzt einfach mal und hoffe einfach mal, dass sie mich nicht bekommen wird, beziehungsweise ich ihre Zeit so ein bisschen ausnutze und die anderen halt einfach Sachen machen können. Sie versucht nämlich gerade, ich glaube, über den Tisch zu kommen, was sehr interessant ist auf jeden Fall, aber wird bei mir nicht funktionieren. Oh mein Gott, hier ist auch eine Falle. Okay, das ist gerade crazy. Das Ding ist, oh nein. Okay, warte, er hat die Falle aktiviert. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können hier einfach so lang gehen. Nice. Sehr schön, okay. Er hat die Falle aktiviert. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal denselben Weg nach oben zu gehen und versuchen irgendwelche Items zu finden, weil ich habe keine Ahnung. Und es gibt eine Tür, da würde ich gerne lang gehen. Ein Raum, meine ich. Aber ja, warte mal. Ich muss ja mal rausfinden, von wo sie kommt. Kommt sie von unten oder von oben? Ich glaube, in diesem Zimmer habe ich jetzt auf jeden Fall alles durchgecheckt. Und das Ding ist, man kann sich hier auch nicht verstecken in diesem Spiel hier. Also es ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Es ist nicht genau gleich. Und oben ist auch noch. Genau, da oben war auch noch etwas. Das ist so cool, dass es genau dieselbe Map ist. Also ich muss sagen, da kann ich mir auch vorstellen, dass es quasi die Map vom anderen Teil gibt. Und hier brauchen wir was für. Oh, warte, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass sie kommt. Ist hier irgendwo? Ich weiß nicht genau. Okay. Lass mal sehen, was brauchen wir hierfür? Eine Schneidezange. Okay, das war eigentlich eindeutig, dass wir eine Schneidezange brauchen, ehrlich gesagt. Lass mal kurz. Ah, oh, genau, da kommen wir auch nicht rein. Verdammt. Ich finde halt auch nicht wirklich Gegenstände. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber wir kommen hier rein und hier finden wir eine Schrotflinte. Und ein Brecheisen. Okay, das ist echt cool. Ich meine, jetzt haben wir wenigstens irgendeinen Gegenstand, richtig? Also finde ich auf jeden Fall schon ziemlich geil, dass wir wenigstens irgendwas haben. Mit dem Brecheisen können wir. Oh, warte mal. Wir können das einfach mal nehmen, genau. Wir können es auch so wegwerfen. Okay, sehr gut zu wissen, wie wir Sachen wegwerfen. Wir sollten uns ein bisschen mehr in der Küche umschauen, denke ich aber mal. Es sei denn, sie versteckt sich hier irgendwo oder kommt hier irgendwo lang. Ich werde mich hier einfach mal umschauen. Ich muss ja quasi das Risiko langsam aber sicher eingehen, weil ich meine, ziehe ich mal rein. So, wir müssen Sachen finden hier. Wir haben halt auch keine Schrotflinte oder sowas. Aber warte mal, da ist die Mikrowelle. Da könnte auf jeden Fall auch irgendwas drin sein. Also lass uns mal in der Mikrowelle gucken. Und ja, da ist ein Sicherheitsschlüssel. Okay, das ist sehr gut, weil da weiß ich wenigstens Bescheid. Und das Gute ist, dass Granny, ich glaube, ein Spieler spielt, der quasi ein realer Spieler ist. Das heißt, er ist nicht so professionell und wir haben es gefunden. Okay, nice. Das war sehr wichtig, dass wir das hier finden. Jetzt können wir hier gucken. Hier ist leider nichts. Okay, aber das sind Kameras auf jeden Fall. Das weiß ich. Damit können wir sehen, wo sie ist. Und hier können wir jetzt lang gehen. Und hier sind eine Menge Sachen, die wir finden können, auf jeden Fall. Also, diese Stelle ist einer der wichtigsten Stellen, wenn man das Spiel überhaupt durchspielen will. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie hier auch hochkommen kann, aber ich glaube eher weniger. Dann haben wir, warte mal, das können wir wegwerfen, theoretisch. Den brauchen wir nicht mehr. Wir haben ihn schon genutzt. Ich würde gerne das. Hallo, ich würde gerne den Schlüssel nehmen, was sie gerade aber nicht wirklich. Oh, warte doch. Sicherer. Was für ein Schlüssel ist das? Das ist quasi ein sicherer Schlüssel. Keine Ahnung, für was das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht der Waffenschlüssel. Wir können hier auch lang gehen, einfach so. Und hier brauchen wir was? Wahrscheinlich eine Schneidezange für, oder? Ja, wir brauchen eine Schneidezange für. Und hier ist auch eine Tür, was beim eigentlichen Spiel eigentlich nicht der Fall wäre, ehrlich gesagt. Also, hier gab es andere Sachen. Zum Beispiel gab es hier. Ja, hier gab es irgendwie andere Sachen mit dem Helikopter. Wahrscheinlich kann man hier aber mit dem Helikopter nicht entkommen. Was natürlich sehr schade ist, aber hey, akzeptiere ich. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und theoretisch kann ich einfach den Weg hier nehmen nach unten. Das sollte funktionieren, falls sie hier nicht ist. Okay, ist sie nicht. Aber wofür ist jetzt dieser sichere Schlüssel da? Vielleicht kann ich irgendwie. Ah, nee, warte mal. Du brauchst eine Crowbar. Okay, wisst ihr was? Dann werde ich mal. Oh, die Crowbar nehmen. Verdammte Kacke. Okay, das ist sehr, sehr ärgerlich. Sie kommt jetzt hier lang. Lass mal sehen. Die Crowbar habe ich hier gelassen. Ich werde sie mal mitnehmen. Hallo? Brecheisen. Oh nein. Oh nein, ich bin tot. Okay, sie hat mich nicht bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie jagt mich die ganze Zeit. Okay. Wir versuchen mit der Crowbar jetzt einfach mal nach oben zu gehen und da diese Kiste zu öffnen. Irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber sind wir der Einzige? Nein. Okay, also es sind noch andere Leute hier. Wahrscheinlich sind im Keller und haben auch keinen Bock auf Granny, ehrlich gesagt. Oh nein, ich bin tot. Okay. Ja, ich bin leider tot. Also, sie hat mich bekommen. Ich habe die Falle einfach nicht gesehen. Und ja, das war's für mich. Sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Aber Spiel ist aus. Das heißt, wir werden jetzt aber warten, bis das Spiel vorbei ist. Ich werde dieses Mal auch nicht in der neuen. Oh, doch. Okay, alle sind tot. Also, ja, ich war der Letzte, deswegen. Ah, hier kann man sogar auswählen. Menschen, Haus. Ganz ehrlich, ich würde nochmal. Okay, wisst ihr was? Wir können auch gerne ins erste Haus gehen. Weil es gibt Haus 1, Haus 2. Und Schwierigkeit 2 Sterne. Und, ja, ach so, jemand ist auf jeden Fall Granny. Okay, ich sehe schon. Okay, verstehe. Interessant. Also, es sind immer 3 Spieler, die quasi versuchen zu entkommen. Und einer davon ist Granny. Ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich nicht Granny bin. Und jetzt sind wir im ersten Haus von Granny. Das ist quasi das allererste. Was schon sehr geil ist, hier kann ich mich auch aus. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Kneifzange gefunden. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das so lange nicht mehr gespielt, dass ich auch keine Ahnung mehr habe, genau wie die Sachen funktionieren. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man hier diese. Okay, das hat funktioniert. Das war sehr gut. Dass man das hier bewegen kann. Und Granny kann.
kann sich auch nicht ducken, was auch ein sehr großer Vorteil ist. Das heißt, man kommt an Stellen, wo sie nicht herkommen. Was auf jeden Fall sehr sicher, Sachen sehr sicher macht. Und hier kann man lang gehen, was sehr weird ist, okay? Wo ist, ach da, what the hell ist das? Hallo Granny, bist du eine Banane? Granny ist wortwörtlich eine Banane geworden, was ein bisschen verstörend ist, ehrlich gesagt. Aber hey, muss man respektieren. Granny ist Banane, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und sie hat die Tür zugemacht, okay? Finde ich doch nicht so geil, Granny. Und hier kann man eine Waffe bekommen, okay? Sehr interessant auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir erstmal tiefer. Ich weiß auf jeden Fall, die Schneidezange brauchen wir für ganz bestimmte Stellen. Hier brauchen wir aber erstmal einen Hammer für, okay? Sehr interessant. Also, wenn wir den finden, dann wissen wir schon mal Bescheid, dass wir gut dabei sind. Und ich glaube tatsächlich, sie kann sogar hierher kommen. Also, es ist möglich für Granny hier reinzukommen. Und oh mein Gott, wir sind jetzt im Keller. Okay, warte mal, wofür brauche ich immer. Ja, ich glaube, die Schneidezange war. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, für was das nochmal. Ach, hierfür. Nice. Für was war das aber nochmal? Ich glaube, das war ein Weg, um die Tür zu öffnen. Dann, von dem, was ich mich erinnern kann, braucht man die Schneidezange ganz oben für. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und hier ist so eine Falle, aber da passiert gerade anscheinend nichts, okay? Normalerweise macht die immer Klingelingeling, ne? Und dann wisst ihr Bescheid. Und ich glaube, wir müssen nochmal nach oben gehen, weil ich glaube, da gab es auch noch einen Ort, wo man die Schneidezange benutzen konnte. Da bin ich aber, wie gesagt, nicht ganz sicher. Lass mal hier umschauen, ob wir hier irgendwas finden. Okay, hier ist nicht so viel. Wir können den Weg hier nehmen, um zu entkommen, okay? Dann würde ich sagen, wir können hier mal lang gehen. Oh Gott, also wenn wir hier runterfallen, sterben wir auf jeden Fall. Aber das ist ein guter Weg, um von Granny zu entkommen. Genau hier könnte ich bestimmt auch noch die Schneidezange irgendwie verwenden, oder nicht? Ich glaube, ja. Aber hier geht's gerade leider nicht. Also dieses Mal ist hier tatsächlich nichts. Vielleicht ist die Schneidezange auch nur dafür gut gewesen, da bin ich mir nicht sicher. Hier gibt's auch einen Teddy, den wollen wir nicht nehmen, weil dann kommt Slenderina. Was aber hier gerade nicht der Fall sein wird. Und das habe ich ja benutzt, um... Ah, das kann ich auch nicht benutzen. Okay, sehr schade. Aber wie gesagt, das ist halt nicht dasselbe Spiel, logischerweise. Es ist ein ähnliches Spiel und hier konnte man sich quasi verstecken. Gott, ich kann mich an diese Map sehr gut erinnern, weil ich sie quasi so oft gespielt habe in meinem Leben, was wirklich, wirklich crazy. Aber ja, Granny's wortwörtliche Banane. Ah, wir brauchen für die Tür. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Das Ding ist, man muss da berücksichtigen, dass es eine Granny sein muss, die auf keinen Fall campen darf. Und diese Granny, die campt anscheinend. Und kann ich vielleicht hier lang gehen? Hallo, ich würde das gerne. Nice, okay. Wir haben es geschafft. Okay, ich glaube, jetzt brauchen wir es nicht mehr unbedingt. Wir lassen es hier mal fallen. Ich meine, wir können uns ja erinnern, dass es hier quasi, naja, etwas gibt. Und ich denke, wir sollten trotzdem irgendwie entkommen, aber ja, es wird natürlich nicht so easy sein. Und die Person hat sich hier versteckt, aber ehrlich gesagt ist das nicht der beste Versteckort, den es gibt. Und ja, diese Granny macht nicht wirklich viel, was sehr, sehr schade ist auf jeden Fall, weil wenn ich Granny wäre, würde ich aktiv sein und so weiter und so fort. Und ja, du kannst ja gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn du auch mal sehen willst, wie ich Granny bin und wie ich die anderen Leute jage. Das wäre nämlich sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, wir müssen es mal weiter in der Hand finden, sowas wie ein Hammer und so weiter und so fort. Und Alter, die Heizung ist auf jeden Fall sehr alt. Also alles ist hier irgendwie alt, muss man sagen. Also ich glaube, Holzbett brauchen wir nicht wirklich, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Die Frage ist jetzt, wo Granny campt, kann ich einfach so... Nein, okay. Verdammt, ich kann ja einfach nicht so lang gehen. Das ist schon sehr ärgerlich auf jeden Fall. Also, wir wollen nicht wirklich in die Fallen treten. Das ist das Ding. Und das Ding ist, man tritt immer die Fallen. Aber ich finde es gut, wenn andere Leute die Fallen für mich aktivieren. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und die hat... Oh mein Gott, nein. Das kann doch nicht sein. Okay, das hört sie wahrscheinlich, wenn Granny kommt. Ich weiß nicht, wie viele Fallen sie überhaupt aktivieren kann. Das würde mich sehr interessieren. Aber vielleicht würde es mich auch nicht interessieren, ehrlich gesagt. So, wir brauchen hier den Waffenschlüssel für. Den sollten wir irgendwie finden. Das wäre ein Weg, zum Spiel zu entkommen, auch wenn sie campt. Theoretisch ist es schlimm. Campen bringt dann gar nichts, weil wenn wir den Waffenschlüssel haben, ist sie am Arsch, okay? Ich meine, was will sie tun? Wenn wir den Waffenschlüssel haben, können wir sie einfach K.O. setzen und einfach rausgehen. Und ja, diese Granny hat anscheinend keinen Bock, also hat sich das Spiel verlassen. Okay, Leute, ich werde das Video für das mal stehen lassen. Es ist sehr schade, dass das so eine schlechte Granny war, aber ehrlich gesagt, das war ein guter Einstieg. Und von dem, was ich mich erinnern kann, war das Spiel damals viel, viel schlechter. Also ist jetzt auf jeden Fall viel besser geworden. Also, wenn ihr noch Folge davon sehen wollt, lasst oben da Abo, ihr kostenlos aktiviert die Glocke. Checkt mal in der Beschreibung ab und macht die ganzen Sachen, die ziemlich cool sind auf jeden Fall. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!